Oh, hier ist ja gar niemand mehr. Celestia? Was macht die denn hier? Celestia, is that you? Ich dachte, die wäre tot. Sid has gained that which is truth in the land of judgment. No way. Sid is Agito? If you would go there as well, I shall be your escort. Hm? Ooh. Why? The land of judgment cannot be reached by mere mortals. Only a Lassie can open the way. The Vermilion Peristylium currently has no Lassie, so I will act in their stead. I bet it's a trap. This is a choice that I have made. All of you may choose to do as you please. There isn't much time left, however, for you to debate the matter. I am only able to retain my human consciousness for the present, while the dragon remains unharmed. Das ist abgefahren und ich bin mir ehrlich gesagt gerade erst jetzt darüber im Klaren geworden, dass beim Aufeinandertreffen von Lord Juyu und Nimbus die beiden auch gestorben sind, wie es scheint. Die gibt's nicht mehr, das wusste ich nicht. Na gut, und ehrlich gesagt, es wäre eigentlich nur folgerichtig, wahrscheinlicherweise, wenn Makina wirklich der Lassie des Weißen Peristyliums ist, was ja der Fall zu sein scheint, wenn Rem dann vielleicht der Lassie des Roten Peristyliums werden würde, noch irgendwie. Denn ich glaube, dass mit der Krankheit, da kommt noch irgendwas mit rein. Die kann ja nicht einfach wegsterben, das wäre ja irgendwie doof. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden dann vielleicht am Ende sich gegenüberstehen werden und dann da ein großes Finale kommt und dass die vielleicht die Agitos sind, könnte ich mir irgendwie vorstellen, sowas in der Art. Wer weiß. Aber dass Celestia nochmal auftaucht, von der ich eigentlich dachte, dass sie tot wäre, ist cool. Ich mag sie, muss ich sagen. Das Pandemonium ist ein Tempel des Todes, der urplötzlich vor der Küste im Südwesten erschien. Sterbliche können ihn nicht betreten. Solltet ihr euch trotzdem dorthin begeben wollen, werde ich euch an euer Ziel geleiten. Von dort aus gibt es jedoch kein Zurück mehr. Die Entscheidung trefft ihr. Euer Schicksal scheint es zu sein, ins Vergessen zu stürzen. Ihr wollt euch vielleicht von einigen Menschen verabschieden, bevor ihr geht. Aus dem Pandemonium gibt es keine Wiederkehr. Euch stehen weder Esper noch Suzaku zur Verfügung. Wer ist denn Suzaku? Einmal dort werden eure TP nicht mehr automatisch regeneriert und ihr könnt keine Gegenstände erwerben. Stellt sicher, dass ihr gut vorbereitet seid, bevor ihr euch auf den Weg macht. Okay, ich würde sagen, wenn sich unsere TP gar nicht mehr regenerieren, sollten wir mal ganz kurz schauen. Ich glaube, wir haben genug Heiltränke. Ja, das sollte reichen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, um durch so eine Mission durchzukommen. Haben wir noch irgendjemanden, mit dem wir jetzt unbedingt reden müssten? Ich glaube ja nicht, aber wir gehen noch mal ganz kurz hier ins HQ. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so nah vor dem Ende jetzt schon sind, dass das jetzt so an Fahrt aufnimmt, das Ganze. Okay, hier gibt es noch mal ein paar Gespräche. Ah, unsere Freunde, die wir gewonnen haben in diesen kleineren Missionen. Wobei, du bist keine Freundin so wirklich, oder? Hm, irgendetwas lässt mir keine Ruhe. Wollt ihr wissen was? Natürlich. Lass mich raten, Aria. Ich habe das Gefühl, ich hätte lange auf die Rückkehr von jemandem gewartet. Aber ich kann mich nicht erinnern, wer das gewesen sein soll. Aria hat sich umgebracht? Das bedeutet doch, dass diese Person gestorben ist, oder? Auf wen habe ich denn bloß gewartet? Ich habe es vergessen, aber das lässt mir keine Ruhe. Das Video Arias letzte Augenblicke wurden den Annalen hinzugefügt. Ich glaube, das sollten wir uns nochmal anschauen demnächst. Reed, what are you doing? Arms maintenance, of course. This current enemy is strong. I'm impressed. Way to show initiative. When Lorica was annihilated, I was helpless. But this time is different. I will not let Rubrum or Oriens die. But what do we do? We can't contact the Chancellor or the Consortium.
Then we do as we see fit. Not a hint of uncertainty. Why should I be uncertain? This is a test of our mettle. We must fight to protect our friends. It's that kind of talk that makes me like you. Verrückt, die mag mal jemanden, ist ja erstaunlich. Yes? Ich werde nicht aufgeben. Sein Land einmal zu verlieren, ist mehr als genug. Okay, ich hatte ja gehofft, dass er irgendwelche, weil er davon geredet hat, dass er Waffen herstellt, dass er uns irgendwas davon gibt, aber gut, doch nicht. Oh ja, das nervige Kackbratzenmädchen gibt's ja auch noch. Mutsuki, what are you doing? I'm making a bomb, duh. The Rursus came here to pick on me, and I'm gonna finish him off. I see. That's the most reasonable opinion I've ever heard from you. This time, they really are coming to pick on me, right? I don't think they'll stop at picking on you. All right. Then I'll give them all I got, and show them just how nasty my bombs can be! Kablooey! At times like this, she's actually somewhat comforting. Na gut, da ist er doch mal zu was nützlich. Wer bist du denn? Die Rursus besiegt man nur, wenn man sie... Ach ja, den hatten wir ja schon. Stimmt ja, ich erinnere mich an dich. Du hattest nützliche Tipps. So, na dann, machen wir uns mal auf ins Kristarium und schauen mal, ob dort noch irgendwer ist, mit dem wir reden können. Ansonsten haben wir ein Video anzuschauen, denn mich interessiert schon, wie Arias letzte Augenblicke waren. Ob sie Selbstmord begangen hat oder irgendwie anders ihr Ableben gefunden hat. Hi! How's it going? Not exactly the right time to be in a good mood. Aha. I knew it. You seem rather happy. Mm-mm. I'm just acting happy because flailing around is a waste of time. Right now, everyone is hoping that Agito comes in and saves the day. Hey, Corla, you wouldn't happen to be Agito, would you? That'd be awesome. Hmm. That could be fun, but Agito, I don't know. But I'd pay every gil I have to my name, if it would bring Agito here. It's not like you to say that. Well, it doesn't matter how much gil I have, if the world ends. And the Rursus aren't gonna let me go just because I have good grades. I'm starting to wonder if everything I've been doing all this time has been meaningless. Why did this have to happen? Hold on. What you should be asking yourself is not, why did this have to happen, but rather, what can you do about it? You know, I admire you guys. You haven't given up. Well, that's because nobody in Class Zero knows when to quit. Doesn't that go for you too, Carla? I don't know. Maybe? Yeah. This is a fortune in disguise. You know what they say, hard times are the best times for earning money. All right, I'll do something about those verses, and then you'll all pay through the nose. There you go. That's the Carla we all know. Thanks. There are still things we can do as well. Na gut, was verkaufst du denn? Verkaufst du was an mich? Hello. Hallo, habt ihr denn überhaupt keine Angst? Ich bewundere euch. Nee, sie scheint nicht an uns zu verkaufen, wie es aussieht. Das ist natürlich sehr schade. Ich dachte eigentlich, das ist doch die, in die wir das Geld gepumpt haben die ganze Zeit, oder? Naja. Ich dachte, nach unserem Sieg über... Ja, dich hatten wir schon. Gut, dann wollen wir mal mit dem kleinen Bücherwurm reden. It's all over. This is the time spoken of in the legends of Tempus Finis. Please don't say such horrible things. We can get through this.
I had interpreted Agito to mean an individual with total mastery over magic. I had long dreamed of becoming Agito. All of us cadets did, didn't we? But it's clear to me now. There's no such thing as Agito. It was a fairy tale so that people would not despair when Tempus Finis came. The Final Fantasy. That is Agito. It's most unlike you to say such a thing, Quan. Surely you don't mean it. All my years of research, all the magical knowledge I've garnered, it means nothing against the Rursus. It's still too soon to lose all hope. Even though the Rursus have defeated Lord Shuyu, the Primus Lassie that decimated Togoreth? What? Were you not informed? Is that right? There will be no Agito. Oriens will be swallowed up in Tempus Finis. Ach, so war das mit Lord Shuyu. Er ist doch nicht beim Aufeinanderprallen mit Nimbus gestorben, sondern im Kampf gegen die Rursus. Das ist natürlich nochmal ein Stück prickelnder. Katsusa ist wirklich nicht da. Ich hatte gehofft, dass er jetzt vielleicht zumindest da ist, um mit uns zu reden. Aber den Begriff Final Fantasy mussten sie natürlich unbedingt in das Gespräch mal mit einbauen, ne? Finde ich auch schön. So, dann schauen wir mal ins Kristarium und wollen uns die letzten Augenblicke von Aria anschauen. Insofern wir das denn finden. Oh, ganz weit unten wahrscheinlich. Irgendwo hier? Depressive Carla, das ist der Niedergang. Boom. Irgendwo muss es mit sein hier. Arias letzte Augenblicke, da ist es doch. Did I lose something? Hey! What are you doing here? Huh, I don't know. I was following Class Zero, and I got shot. Huh? Why am I alive? Oh, that's right. Some nice freaking guy helped me out. Shit, so ein unrühmliches Ende für so ein tapferes Mädchen. Das ist echt mies, das ist echt hart. Und damit können wir uns auch sicher sein, General Bashtar ist wirklich tot. Also alles geht vor die Hunde, nicht mehr viel ist noch übrig. Und die letzte Hoffnung sind Klasse 0 und Lady Celestia, die uns dabei hilft. Ob wir eine Chance haben gegen die Rursus und ob wir Sid Austin davon abhalten können, Agito zu werden. Und wer letztendlich Agito werden wird oder ob es überhaupt einen gibt, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Wir können gespannt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.